Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Ja, und damit willkommen zum letzten Fall. Kate ist verschwunden, wir haben ein Problem. Watson ist auch wieder da. Am Start. Ja, fall da nicht runter, mein Freund. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Wir suchen sie. Sollen wir sie überhaupt suchen oder sollen wir sie einfach lassen? Ach. Was? Nee. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oder kann ich jetzt in das Hinterzimmer rein? Nee, ne? Nein. Holmes, 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 wir haben ein Problem. Ich muss wieder rüberspringen. Bist du hier? Hallo? Machst du mal die Tür auf? Hobi. Wieso macht er denn die Tür nicht auf? Nicht jetzt. Ah, oh, Entschuldigung, nicht jetzt. Du willst erst noch hier gucken. Tobi ist auch weg. Wo ist Tobi? Verdammt nochmal. Tobi. Mhm. Sehr geehrter Mr. Holmes, ich schreibe Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass unser neuester Patient Mr. Orson Wilde im Übrigen ein höchst interessantes Subjekt nun bereit für die Behandlungsmethode B ist. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass er recht bald seinen Frieden finden wird. Unsere Erfolgsquote beträgt momentan 95%. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Bedlam-Anstalt entschieden haben. Ja, das ist doch supi. Warum leuchtet das Messer so? Warum komme ich an das Messer nicht ran? Mr. Holmes, ich kann Ihnen wahrlich nicht genug für all das danken, was Sie getan haben. Ich muss mit meinen Taten leben, aber Sie haben mich verstanden. Meine Meryl erholt sich langsam. Heute konnte ich sogar einen Teller Suppe essen. Sie. Nicht er, er vielleicht auch. Ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht hat er auch einen Teller gegessen. Ich habe dabei hemmungslos geweint. Achso, er hat keinen Teller gegessen, er hat geweint. Wir sind guter Hoffnung, dass sie ihre Krankheit vollständig besiegen und weiterleben wird. So, und was ist denn jetzt hier mit den anderen beiden Briefen? Das Messer, das wirkt so, als würdest du mir irgendwas sagen wollen. Ah. Kate! Kate? Kate? Was? Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch, indem Sie wichtige... Ah, auf die... Hä? Ah, okay. Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Dun, dun, dun. Das Tagebuch fehlt? Was war hier los? Wird ihre Sache gepackt? Was will sie nur mit ihrem Koffer? Steht der Schrank offen. Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Huch. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Da ist irgendwas zerbrochen? Kate! Holy shit, was ist denn jetzt los? Wo bist du? Hä? Highgate. Hast du denn die Axt jetzt hergeholt? Was machen Sie denn aus? Ja, das weiß ich auch nicht. Frag mich nicht. Ja, mach auf! Alice, wo ist meine Tochter? Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Oh Gott sei Dank. Was haben Sie ihr angetan? Was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, sie glücklich gemacht. Wo ist sie? Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr. Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Alice Ohrfeigen. Oh. Holmes, aufhören. Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie.
Watson ist der Beste. Wie er da steht und sie anschaut. So, jetzt bist du dran. Wütender Gesichtsausdruck. Ja, meiner ist aber wütender. Trauerkleidung oder was ist das? Trauerkleidung, yo. Aber warum? Da ist wieder das... Aha, da haben wir dich. Zugfahrtkarte. Ah, ja. Schmutzig? Hat Kreide benutzt, okay. Alte Hexe. Oh, schön, wie er da steht. So, was ist denn los hier? Was soll ich machen? Das Dingen. Umgekippt. Im letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Wählen Sie Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Sie können bereits ausgewählte Gegenstände wieder abwählen, falls Sie Ihre Auswahl ändern möchten. Okay. Wie mache ich das? Hier fehlt auf jeden Fall was. Hier sind nämlich die Rollen gewesen und das, hier Pornograf. Das gute Pornograf hier. Und die Rollen. Hallo? Nee? Geht nicht? Okay, geht nicht. Kerzen beim Stuhl? Jo. Achso, die Wiege. Die Wiege ist weg. Ja, die Wiege war aber auch hier. Hallo. Achso, habe ich ausgewählt schon, ja. Hier war ein Spiegel. Verdammt nochmal. Und hier war der Rollstuhl. Und darüber hing ein Bild. Das hängt immer noch. Das Fenster. Es war geschlossen. Hier ist Alice reingekommen. Oh, dann hat sie ja... Da, eine Standuhr stand da. Da fehlt der Laken. Das juckt aber keinen. Aber ich habe es trotzdem erkannt. Wichtig. Watson, wir haben ein Problem. Da, der Tisch. Das Porträt fehlt, genau. Die waren auch nicht da. Beschwörungstisch war auch nicht. Oder war da. Shit, ach, ich bin jetzt in der Vergangenheit, genau. Okay. Haben wir sonst noch was? Da steht, stand auch noch ein Rollstuhl. Nee, der Rollstuhl, der stand ja vorhin da. So, das war's doch, oder? Ich glaube, das müsste es gewesen sein. So. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Warum, was fehlt denn noch? Fehlt noch was? Oh, dieses permanente Wechseln, ne? Das geht mir ja aber übelst auf den Sack. Das ist die Vergangenheit. Die Wiege war da. Der Spiegel war... Das ist doch die Vergangenheit, wie das vorher alles war. So, ich kam rein, so sah das aus. Hier hatten wir den Rollstuhl, darüber hing das Bild, genau. Das Fenster war geschlossen. Hier hatten wir den Spiegel. Die Wiege. Und hier war der Stuhl mit den... Oder waren da keine Kerzen? Dann waren da doch... Ich glaube, das Ding war da nicht da, weil daran kann ich mich nicht erinnern. Und an den Beschwörungstisch kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Die Kerzen noch weg. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, was er jetzt genau noch möchte. Fehlt noch was? Ja, an die Uhr, das weiß ich auch nicht. Meine Auswahl ist nicht richtig. Nee, ist nicht richtig, ja. Merkst du selbst, ne? Also, der Rollstuhl war auf jeden Fall da. Das Fenster, das war... Ja, so. Das war so. Chronograf, der war auch da. Die Schubladen fehlen. Aber das juckt auch wieder keinen. Der Rollstuhl steht nun da. Die Standuhr. Gibt es denn hier eine Standuhr? Die Standuhr steht jetzt hier, aber das ist auch eine komplett andere Standuhr. Deswegen gehörte die... Obwohl, so anders ist sie gar nicht. Die sieht hier nur ein bisschen anders aus. Ja, also könnte sie doch da gewesen. Ich weiß nicht, worauf er hinaus möchte jetzt. Was er genau möchte. Rollstuhl, der Spiegel. So sieht's jetzt hier aus. Ich glaube, die Kerzen waren nicht da.
Und das Grimoire war auch nicht da. Und der Beschwörungstisch habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Einen Beschwörungstisch. Was war da? Das war es, was ich oben gehört habe. Das ist zerbrochen. Okay, cool. Wie sah es hier vorher aus? Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Weiß. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, was er jetzt noch möchte. Also, keine Ahnung. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Wiege, der Spiegel, der Rollstuhl. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Also der Spiegel ist jetzt hier. Ja? Der Phonograph ist nicht da. Und das Bild ist auch nicht da. Soll ich dann einfach vielleicht nur sagen, welche Sachen fehlen? Machen wir mal alles nochmal weg. Also, das auch nochmal. Das ist schon weg, das ist auch schon weg. So, und das ist auch schon weg. Jetzt habe ich alles abgewählt, nicht wahr? Ich hoffe es. So, die Sachen, die nämlich fehlen, ist das Bild. Die Kerzen sind noch da. Das Grimoire, das sehe ich auch nirgendwo. Das habe ich auch vorher nicht gesehen. Und der Beschwörungstisch. Und natürlich der Phonograph. Den habe ich ja noch jetzt ausgewählt. Nein, auch nicht korrekt. Nicht okay. Richtig. Puh, dann wird's aber auch knapp. Watson, sagen Sie mir, was ich nochmal machen soll. Durchsuchen Sie den Raum, Holmes. Durchsuchen Sie den Raum, Holmes. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch nicht hier waren. Ah. Huch, warte. Jetzt aber fehlen. Die noch nicht hier waren, jetzt aber fehlen? Das Bild? Der Phonograph? Ja, das Problem ist, diese beiden Geschichten hier, das hier und das hier, daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Leck mich doch. War das Grimoire doch da? Nein. Nein, meine Augen. Ich glaube, ich habe jetzt einen Denkfehler. Was ist das denn? Schrank? Der stand schon die ganze Zeit da. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren. Jetzt aber fehlen. Das ist nur der Phonograph und das Bild. Die Wiege, die ist doch jetzt... Die Wiege ist jetzt hier. So, die ist da. Der Rollstuhl ist nun dort. Der ist auch noch da. Der Phonograph, der fehlt. Da ist keiner mehr. Das Bild, das fehlt. Das war's doch. Die Standuhr steht nun jetzt da hinten. Also hier, da. Der Spiegel steht jetzt auch da hinten. Der Schrank steht da immer noch. Der Stuhl ist jetzt umgekippt, ja, aber spielt ja keine Rolle. Ja gut, die Kerzen, die fehlen ja nicht, die sind ja nur zermatscht. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Was habe ich denn noch ausgewählt jetzt? Schrank, Phonograph, Wiege, Spiegel. Weiß es nicht, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Das Porträt
ist nicht da. Das Ding ist auch nicht da. Das Ding ist nicht da. Und das Ding ist auch nicht da. Das Porträt von Alice Farr, boah, leck mich. William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Oh, ich werd nicht mehr. So. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Durchsuch. Ach, ich muss jetzt erstmal wieder kombinieren. Meine Güte, was ein Rotz, ne? Fehlt das Porträt Ihres Vaters und die Gegenstände fehlen. Fahrkarte nach Highgate und die Trauerkleidung. Das heißt, ist das ein Friedhof, ne? Da waren wir ja auch vorhin. Familiengruft. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzubauen. Hat sie Kate etwa auch mitgenommen? Oh Mann, das war aber beschissen. So, jetzt hau ich ihr noch meine rein. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Behalten Sie sie im Auge. Und drück ab, falls es nötig ist. Okay? Du schaffst das. Jo. Durchsuchen Sie die Gruft von Alice Vater. Wie komme ich denn da hin? Watson? Ich bleibe hier bei. Mach das. Ich gehe schon mal. Hey, holy shit. Bist du hier?